Das ist der Jonas. Der ist 6 Jahre alt. Wir sind alarmiert worden zum Wohnungsbrand. Letztendlich war das Wohnzimmer etwas verraucht. Ursache warum, kann ich bis jetzt noch nicht sagen. Letztendlich hat wohl ein Teppich gebrannt. Mehr weiß ich aber auch nicht. Der Jonas hat ein bisschen rußige Fingerspitzen. Inhalation fast gar nichts. Also CO2-Wert war auch alles negativ. Druck war bei 110 zu 90. Der Puls ein bisschen bei 120. Ja, okay. Kann man verstehen, darf man akzeptieren. Ja, soweit ist er topfit und den Umhang haben wir umgangen als Superheld. Ach, okay. Ja, das ist er ja dann auch. Aber den ziehen wir gleich mal aus, ne? Den Umhang. Möchtest du den dann behalten, Jonas? Das darfst du. Aber den ziehen wir trotzdem aus, ne? Weil hier ist ja warm drin, ne? Genau. Begleitung ist die Mutter? Das ist die Freundin vom Vater quasi. Lebensgefährtin, ja, von seinem Vater, genau. Und wir sind ganz aufgeregt. Frau Wieland kam zusammen mit Jonas zu uns in die Notaufnahme. Zu Hause hatte es gebrannt und klar, sie machte erstmal einen sehr erschrockenen, panischen Eindruck auf mich, was ja durchaus auch verständlich ist. Das ist eine gefährliche Situation und da reagiert ja jeder erstmal panisch. Ja, aber was dann noch auf uns zukommen sollte, das konnte ja keiner ahnen. So, hey, dann wollen wir einmal. Ciao. Tschüss. So, schönen guten Tag. Alles gut, Jonas. Wer sind Sie denn? Hallo? Ist alles klar? Wer sind Sie? Ist bei dir auch alles gut? Ich bei mir ist alles gut. Alles so, einmal einen Schritt zur Seite. Es geht Jonas gut. Einmal einen Schritt zur Seite, mein Junge. Bitte. Wer sind Sie denn? Ich bin der Vater von dem Jungen. Der Vater. Das ist meine Freundin. Ach so, okay. Gut, dann haben wir das ja auch. Aber Ihnen geht's auch gut? Mir geht's gut. Was ist denn mit dem Teppich? Was war da? Was ist, was ist da los gewesen? Hast du denn in deinen Händen denn irgendwas getan? Es war natürlich für mich ein Megaschock. Ich kam nach Hause, alles roch nach Rauch. Teppich war verkohlt. Das Schlimmste war die Nachricht, dass Sarah und Jonas in der Klinik waren. So, pass mal auf, Jonas. Ich erkläre dir mal, was ich jetzt mache. Ich leuchte dir jetzt einmal in die Augen. Du kannst ganz entspannt den Kopf hinten anlehnen, ja? So, leuchte einmal rein. Das sieht gut aus. Einmal Mund auf. Richtig auf. Zeig. Jawohl. Zunge zeigen. Gut. Weißt du, ich gucke jetzt einfach nur, ob du da irgendwelche Rußspuren hast, weil an deinen Händen, das sieht ja arg aus, ne? Tut dir denn da irgendwas weh? Nö, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, ne? Die Untersuchung des Jungen hat eigentlich ergeben, dass er kerngesund ist, auch gar keine Schäden von diesem Vorfall jetzt davongetragen hat. Allerdings der Begleitung ging es dann zunehmend schlechter, sodass wir uns um sie kümmern müssten. Einmal aufstehen, wir gehen einmal auf die Liege. Tut mir leid. Ist nicht schlimm. Den ganzen Tag schon so schlau. Das ist überhaupt nicht schlimm. Als Sarah sich so heftig erbrochen hat, habe ich mir schon echt ziemlich Sorgen gemacht. Wow. Mein Gott sei Dank war sie da schon in der Klinik. Entschuldigung, ist das Blut? Gucken Sie mal, wie sie aussieht. Ist das Blut? Können Sie mir das vielleicht sagen? Das ist kein Blut. Nee, das ist kein Blut. Was haben Sie denn zu sich genommen? Ich. Ganz ruhig, versuchen Sie mal. Ich habe ein Glas Rotwein getrunken. Aber mir ist den ganzen Tag irgendwie schon so flau. Seit wann trinkst du Rotwein? Also, das würde auf jeden Fall die Farbe erklären. Ich habe auch nichts Besonderes sonst gegessen. Mit meinem Kollegen zum Mittag in der Kantine. Die anderen haben nichts. Das haben Sie gut vertragen? Ich glaube, da war nichts. Meine Kollegen hätten sich schon bei mir gemeldet, wenn hey, bitte sag irgendwas mir gewesen wäre. Was ist passiert? Aber warum ist mir so schlecht? Schatz. Kann das an dem Rotwein sein? So, ich messe jetzt einmal den Blutdruck. Ich war im Bad, als der Brand ausgebrochen ist. Deswegen habe ich jetzt auch nur den. Haben Sie denn da was mitbekommen von dem Rauch? Warte mal kurz, nee. Du warst im Bad, als der Brand ausgebrochen ist. Ja, und Jonas war nicht im Bad. Nein, er war nicht im Bad. Die Freundin Sarah sollte am Abend eigentlich auf den kleinen Jonas aufpassen. Bevor Vater Tom fragen kann, warum sie seinen Sohn allein gelassen hat, geht es der 26-Jährigen immer schlechter. Ärztin Birgit Maas bittet den Familienvater deshalb, sich erst einmal zurückzuhalten, damit sie die Patientin in Ruhe behandeln kann. Sie bekommen jetzt Infusion gegen die Übelkeit, das wird gleich helfen. Aber ich würde noch mal ganz gerne wissen, ich habe jetzt das nur so bruchstückhaft in der Aufregung hier mitbekommen. Also Sie waren jetzt gar nicht, Sie haben gar nicht mit dem Rauch was zu tun gehabt? Nein. Nichts? Okay, gut. Sie haben jetzt ein Glas Rotwein getrunken, das könnte natürlich die Farbe erklären. Trinken Sie sonst regelmäßig Alkohol? Nein, ich trinke normalerweise nie Alkohol. Ich habe auch wirklich nur das Glas getrunken. Nur das Glas. Und sonst haben Sie keine Allergien? Haben auf irgendwas reagiert, weil Sie jetzt vorhin schon mal gesagt haben, Ihnen ging es vorher schon schlecht. Kann natürlich ein möglicher Infekt dahinter stecken. Ich bin in den letzten Tagen irgendwie schon so kränklich und mir ist, wie gesagt, den ganzen Tag schon Sauerstoffsättigung, ne? Flau auf dem...
So, und weil Sie haben ja jetzt zwei Symptome im Prinzip. Einmal diese Übelkeit und das Erbrechen. Aber Sie husten auch die ganze Zeit. Ne? Deswegen muss ich da auch noch mal nachfragen. Machst du noch Sauerstoff fertig? Dann? Haben Sie das auch, kleinen Augenblick bitte, haben Sie das so, vorher auch schon gehabt? Ich habe in den letzten Tagen irgendwie schon so gehustet. Okay, gut. Wir gucken jetzt mal, wie Ihre Sauerstoffsättigung ist. Und dann würde ich aber jetzt ganz gerne mir einfach mal ein Bild von der Lunge ansehen. Deswegen würde ich Sie gleich ganz gerne zum Röntgen schicken, ja? Da die Patientin ja über relativ unspezifische Symptome geklagt hat, wie Husten und Unwohlsein, mussten wir uns erstmal einen Überblick verschaffen. Deswegen haben wir ihr Blut abgenommen, sie abgehört, ein EKG angefertigt und dann müssen wir natürlich die Ergebnisse zusammentragen. Birgit Maas glaubt, dass Sarahs Übelkeit gar nichts mit dem Brand in ihrer Wohnung zu tun hat, sondern noch etwas anderes vorgefallen sein muss. Ihre Vermutung wird sich noch bestätigen. Während die Lunge der Patientin geröntgt wird, versucht Tom herauszufinden, was zu Hause passiert ist. Hey Partner, kannst du mir nicht irgendwas sagen? Ich meine, wir wissen beide, du spielst gern mit Feuer, ne? Hä? Weißt du nichts? Was ist denn das hier? Das sind Streichhölzer. Bitte sei nicht böse. Hä? Bitte sei nicht böse, Papa. Was hast du gemacht? Ich habe einen Zaun aus Streichhölzern gebaut und dann ist halt alles schief gelaufen. Was habe ich dir über Feuer gesagt, Jonas? Dass ich nicht damit spielen darf. Warum machst du das denn? Hä? Warum machst du uns solche Sorgen? Sarah hat gesagt, wenn die geht gerade ins Bett, macht den Fernseher an und dann fährt er alles. Du machst das nie wieder. Hast du das verstanden? Hey, da kommt Sarah auch schon. Hey, so, ist alles gut? Schon ist alles in Ordnung? Wollen Sie Ihren Sohn alleine? Komm, mit? Oh, komm. Nein, natürlich nicht. Komm einfach komm mit. Was Jonas angeht, da habe ich natürlich so ein bisschen so einen siebten Sinn. Als ich das Streichholz gesehen habe, wusste ich auch schon fast, was Sache ist. Aber eins weiß ich, sowas Gefährliches wird er nie wieder tun. Tom lebt seit 2 Jahren mit seinem Sohn und Sarah zusammen und konnte sich bisher immer auf sie verlassen. Er begreift nicht, warum sie den Jungen heute allein gelassen hat. Die Gesundheit seiner großen Liebe ist ihm jetzt aber am wichtigsten. Umso schockierender ist die Diagnose. So, dann gucken wir mal. Also, das, was man hier jetzt sieht, ist schon, dass Sie ein sogenanntes Lungenödem haben. Ja? Das macht auch jetzt hier so ein bisschen Ihre Atemnot. Das ist so, dass man an der Art, wie das hier verteilt ist, kann ich das tatsächlich erkennen, dass das eigentlich keine kardiale Ursache hat, das heißt nicht vom Herz kommt. Jetzt ist aber die Frage, woher es überhaupt kommt. Ne? Manchmal kommen diese Atembeschwerden auch, weil man eventuell einen Fremdkörper aspiriert hat, also eingeatmet hat im Prinzip. Hier kann man aber jetzt gar keinen Fremdkörper sehen. Die Patientin litt hier am Lungenödem. Das ist der Fall, wenn Flüssigkeit in das Gewebe zwischen den Lungenbläschen im Prinzip gerät. Unbehandelt kann das auch in die Alveolen, also in die Lungenbläschen, reingeraten. Und dann kann es für die Patientin sehr, sehr lebensgefährlich werden. Denn dann ist der Gasaustausch absolut gestört und der Körper erstickt sozusagen. Andere Möglichkeit ist, dass es auch von den Nieren kommt. Das müssen wir jetzt natürlich untersuchen. Also was auf jeden Fall Fakt ist, dieses Bild ist, also dieser Gesundheitsstand, Zustand, der kann schon bedrohlich werden. Deswegen würde ich Sie auf jeden Fall hier behalten. Da können wir vielleicht auf ITS mal anfragen, ja, ob wir ein Bett haben. Das ist die Intensivstation. Jetzt kriegen Sie nicht direkt wieder einen Schrecken. Intensivstation heißt einfach erstmal nur intensive Beobachtung. Dass, falls sich ein Zustand verändert, dass wir da eingreifen können, da ist auch ein höherer Personalschlüssel. Frau Doktor, wenn Sie sagen intensiv, das heißt doch schon, dass was Schlimmes ist, oder nicht? Das heißt in erster Linie, dass es zu was Schlimmem werden kann und deswegen intensiv, damit wir schnell genug eingreifen, damit dieser schlimme Zustand einfach nicht vorkommt. Als dann noch herauskam, dass so ein Lungenödem auch noch lebensgefährlich werden konnte, da hat es mir fast den Atem verschlagen. Und was dann noch rauskam, das war echt heftig. Doch zunächst geht es noch um Sarahs Gesundheit. Die Flüssigkeitsansammlung in ihrer Lunge ist Birgit Maas ein Rätsel. Ihr Herz und ihre Nieren funktionieren einwandfrei. Es muss also eine andere Ursache geben. Die Ärztin teilt dem besorgten Tom dann die neuesten Untersuchungsergebnisse mit.
Also, es ist jetzt so, dass sie halt dieses Lungenödem hat. Ja? Man sagt da im Prinzip Wasser in der Lunge. Das meint aber nicht, dass da jetzt von oben im Prinzip so Wasser drin ist, sondern in dem Gewebe ist Wasser drin und das erschwert halt unheimlich die Atmung. Wir müssen jetzt versuchen, rauszubekommen, wo das herkommt. Den Lebensgefährten der Patientin muss ich ja während der Behandlung ein bisschen zurückweisen. Ich habe natürlich seine Sorge verstanden, aber ich habe ihm auch versprochen, dass ich noch mal in Ruhe mit ihm spreche. Das habe ich dann auch getan, als seine Freundin auf dem Weg zur Intensivstation war. Hier war es eben auch noch mal wichtig, darauf hinzuweisen, dass der kleine Junge noch nicht mit dorthin durfte. Auf der Intensivstation bekommt Sarah Sauerstoff und entwässernde Medikamente, sodass es ihr schon bald ein wenig besser geht. Deshalb darf ihr Freund eine Stunde später zu ihr. Nach all den Untersuchungsergebnissen, die Birgit Maas jetzt von ihrer Patientin hat, kann die Ärztin eigentlich nur eine Schlussfolgerung ziehen. Dieses Lungenödem, das ist natürlich, Sie merken es auch, bereitet große Beschwerden. Wenn das jetzt nicht kardial ist und auch von den Nieren nicht kommt, ne, dann kenne ich das jetzt im Prinzip nur vom sekundären Ertrinken eigentlich. Ne? Das ist schon die gleiche Symptomatik. Moment, aber, ertrinken? Wieso ertrinken jetzt? War doch nicht im Wasser. Ja, es ist manchmal so, dass man vielleicht Wasser verschluckt. Es kann natürlich auch von der Rauchgasintoxikation kommen, aber die hat sie ja gar nicht gehabt. Und dann erst sehr viel später einfach darauf reagiert, wenn man schon gar nicht mehr im Wasser ist oder so. Das kenne ich. Das ist das Einzige, woher ich das jetzt kenne, wirklich. Das ist komisch. Tom, ich muss dir was gestehen. Rauch war ich so gut wie gar nicht ausgesetzt. Ja, das hatten wir ja schon gesagt. Weil ich im Bad war und als die Feuerwehr dann da war, war ich auch schon draußen. Aber ich hatte einen total anstrengenden Tag, weißt du, mit meinem Chef, das war einfach total stressig und ich habe dann Jonas abgeholt aus dem Hort und wir sind zusammen nach Hause gegangen und ich wollte halt zur Entspannung mir... Ich lass das mal so ein bisschen noch so, dass ihr ein bisschen was... ein Glas Wein einkippen und trinken, naja, und ich habe mir auch ein Entspannungsbad eingelassen und ach, ich weiß auch, du weißt, ich trinke sonst nie Alkohol in der Badewanne, aber irgendwie... Ich habe halt dieses Glas Wein getrunken und ich bin dann in der Badewanne eingeschlafen. Es tut mir leid. Ja, das würde das natürlich erklären. Dann haben Sie wahrscheinlich da Wasser aspiriert, also eingeatmet, sich am Wasser verschluckt im Prinzip. Und das kann natürlich schon so ein Lungenödem hervorrufen. Ne? Also bei Kindern kennt man das halt auch schon mal, dass es dann Stunden später erst zu Beschwerden kommt. Tom, ich hatte ein total schlechtes Gewissen dir gegenüber. Ich habe es gerade Jonas schon gesagt und ich sag's dir jetzt auch noch mal. So einen Quatsch machst du nie wieder. Es tut mir wirklich leid und ich mach das auch definitiv nie wieder. Und ich weiß, ich hätte in der Badewanne keinen Alkohol trinken dürfen. Und ich hätte Jonas auch nicht unbeaufsichtigt lassen dürfen, das weiß ich auch. Und es tut mir so leid und ich hoffe, du kannst mir verzeihen, Tom. Hey, das, Hauptsache euch geht's gut. Es ist das Wichtigste, dass es euch gut geht. Also das Wichtigste ist eben jetzt auch, dass sie wirklich Ruhe bekommt. Kann ich sie umarmen? Knuddeln Sie sich ein bisschen, verabschieden Sie sich, nur dann wäre es, wenn sie Ruhe hat. Ne? Die Patientin hat auf unsere medikamentöse Therapie auf der Intensivstation sehr gut reagiert. Das heißt, ich sehe hier eine gute Prognose für ihre Heilung. In ein paar Tage wird sie noch auf Intensiv bleiben, dann auf Normalstationen verlegt werden und dann, denke ich, auch zeitnah entlassen werden können. Tom will seinem Sohn Jonas sofort die frohe Botschaft übermitteln, dass es Sarah besser geht. Nach einer Woche kann die Patientin die Klinik verlassen, ohne mit Folgeschäden rechnen zu müssen. Das Erlebte hat die drei noch enger zusammengeschweißt.